zusammen, herzlich willkommen zur heutigen Yoga-Stunde. Wenn ihr habt, nehmt eure Blöcke mit dazu, eine dicke Bücher. Wenn ihr nicht habt, alles gut, geht alles gut. Ich hoffe, ihr habt ein schönes, ruhiges Plätzchen gefunden. Macht eure Yogamatte aus und dann lasst erstmal hier an eure Augen auf eurer Yogamatte dazu. Schließe deine Augen. Atme durch die Nase tief ein. Atme durch die Nase aus. Ausatmen, deine Schultern nach unten sinken und den Kopf unten, so dass die Kinn in Richtung Brust sinkt. Das Einatmen, deinen Kopf wieder annehmen, mit der nächsten Ausatmung drehen mal sanft nach rechts und schau mal nach unten zum rechten Schulter. Einatmen zurück zur Mitte und ausatmen. Einatmen, streck dich dabei lang und mit der nächsten Ausatmung runde mal deinen Rücken. Wieder aufrichten, einatmen und ausatmen, Arme abziehen. Aber ganz entspannt beide Schultern kreisen. Wenn du magst, dann zieh mit deiner nächsten Einatmung deine Schultern hoch zu deinen Ohren und lass sie ausatmen. Wieder fallen, atme ruhig durch deinen geöffneten Mund. Nochmal tief einatmen und ein letztes Mal ein und streck dich lang, beide Arme gehen über die Seite nach oben und mit der Ausatmung neig dich mal auf die rechte Seite. Einatmen, zurück zur Mitte und ausatmen, wechseln. Strecken, einatmen. Mit deiner nächsten Ausatmung nimm beide Arme nach hinten, mach eine Faust hinter deinem Rücken, zieh die Faust nach unten und dein Kinn zur Brust. Das Einatmen wieder lang strecken, beide Arme über die Seite nach oben und mit der nächsten Ausatmung winkel deine Arme mal an. Einatmen, bring Länge in deinen Oberkörper und ausatmen, dreh dich mal sanft auf deine linke Seite. Einatmen, zurück zur Mitte und ausatmen, dreh dich nach rechts. Hier langsam wieder einatmen, beide Arme nach oben strecken und ausatmen, die Arme gehen nach hinten, die Faust zieht nach unten und dein Kinn zur Brust. Einatmen, lang strecken, ausatmen, runder Rücken.
Nochmal tief einatmen. Ausatmen, rechte Hand absetzen. Und einatmen, strecken den linken Arm nach oben. Ausatmen, zieh dich weit auf deine rechte Seite. Wechseln, tief einatmen, der rechte Arm zieht nach oben und ausatmen, zurück zur linken Seite. Nochmal beide Arme mit der nächsten Einatmung nach oben strecken und ausatmen, den Rücken runden. Ein letztes Mal einatmen, strecken und ausatmen, die Arme sinken. Dann langsam von hier in die Kindeshaltung. Nimm deine Knie nach außen an die Ränder der Matte. Schieb deinen Po nach hinten, den Oberkörper weit nach vorne. Streck dich ganz, ganz lang und lass deinen Atem hier fließen. Mal tief ein und mit der nächsten Ausatmung winkel deine Unterarme an, leg deine Handinnenflächen aufeinander ab. Nochmal tief einatmen, dann ausatmen. Deine Fingerspitzen zwischen deine Schulterblätter. Streck die Arme einatmen, wieder ganz, ganz lang und mit der nächsten Ausatmung komm in den Vierfüßlerstand und lass mal den Rücken ganz rund machen. Und wieder einatmen. Oh, nochmal ausatmen, Katze. Und einatmen. Wieder ausatmen, runder Rücken, Katze. Einatmen. Noch einmal runder Rücken, ausatmen, Katze. Atme ein und mit der nächsten Ausatmung. Streck den Oberkörper nochmal ganz lang nach vorne, lass deinen Sitz oben. Halt auch hier. Noch einen tiefen Atem zu dir. Und wandere langsam mit deinen Händen wieder zurück unter deine Schultern. Dein Becken etwas und ebenso deinen Kopf. Nochmal tief einatmen und mit der nächsten Ausatmung so ein bisschen deine Handgelenke dehnen dazu und dreh deine Fingerspitzen entweder zu deinen Knien oder wenn das unangenehm sein sollte, dann einfach nur nach rechts, links, aus. Atem fließen, entspanne Stirn und Kiefer. Mit deiner nächsten Einatmung setze die Finger wieder so auf, dass die Fingerspitzen nach vorne gucken und ausatmend komm einmal in den herabschauenden Hund. Bewege hier die Beine, dein Becken, auch deinen Kopf, wenn du magst. Mal tief einatmen und mit der nächsten Ausatmung setz deine Knie ab, schieb deinen Po nach hinten zu deinen Fersen, mach deine Arme nach hinten und mach dich ganz, ganz klein und rund. Einatmen, richte dich auf, du bleibst auf deinen Knien, nimmst deine Arme über die Seite nach oben und ausatmen, runde deinen Rücken. Dich einatmend wieder lang. Lass deinen linken Arm oben und mit der nächsten Ausatmung geht der rechte Arm ganz sanft Richtung Fuß. Und sanfte Rückbeugestrecke. Einatmen, deinen rechten Arm nach oben. Ausatmen, wechsle die Seite. Linke Arm geht sanft nach hinten in die Rückbeuge. Noch einmal streck dich einatmen. Ausatmen, rechte Arm.
Einatmen strecken und ausatmen, herabschauen, nach unten zu. Einatmen kraftvoll in das Brett, in die Planke. Ausatmen, herabschauen. Noch einmal tief einatmen in das Brett. Und ausatmen, herabschauen. Nimm jetzt ganz kleine Schritte und wandere mit deinen Füßen nach vorne zu deinen Händen. Lass deine Beine gebeugt oder gestreckt und lass den Oberkörper einfach fallen. Langsam, Wirbel für Wirbel, roll dich wieder nach oben hin auf. Lass beide Schultern nach hinten kreisen und schau, dass du mit deinen Füßen am Anfang deiner Matte stehst. Deine Beine hüftbreit geöffnet. Lass mit unseren Sonnengrüßen starten, streck dich ein, atme lang. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, halte. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, dein rechtes Bein im großen Schritt nach hinten. Ausatmen. Deinen Weg tief in den Chaturanga dann lassen. Einatmen, leg deine Füßrücken ab, roll die Schultern sanft nach hinten, kleine Kobra oder herabschauen lassen. Ausatmen, herabschauen lassen. Einatmend auf deine Zehenspitzen und ausatmen den rechten Fuß zwischen beide Hände. Einatmend folgt dein linkes Bein. Ausatmen, tief vorbeugen. Einatmend beide Arme über die Seite nach oben, richte dich auf. Eine Runde ausatmend deinen Rücken. Streck dich einatmend wieder langsam in die Rückbeuge. Und ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, die halbe Hebe. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Bringe einatmend jetzt dein linkes Bein nach hinten. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen in das Brett. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, kleine Kobra oder herabschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Die nächsten Einatmen auf die Zehenspitzen bringen und ausatmen deinen linken Fuß zwischen beide Hände. Einatmen, folgt das rechte Bein. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, nimm deine Arme über die Seite nach oben, streck dich lang. Und ausatmen, lass deine Arme sinken. Vielleicht rollst du die Schulter nochmal ganz entspannt nach hinten. Atme tief
tief ein und lass ausatmen und einfach nochmal dein Kinn Richtung Brust fallen. Im nächsten Einatmen gib den Kopf wieder an, nimm beide Arme über die Seiten nach oben und ausatmen, winkel deine Arme an. Bringe einatmen, Länge in deinem Oberkörper. Jetzt bring dich ausatmen, sanft zur linken Seite. Lass beide Hüftknochen aber nach vorne zeigen. Komm langsam zurück zur Mitte, einatmen und ausatmen, wechsel die Seite. Ausatmen, beide Arme nach hinten, zieh deine Faust nach unten und dein Kinn zur Brust. Dann einatme deinen Kopf wieder an und mit der nächsten Ausatmung beug deine Beine mit dem Oberkörper auf den Oberschenkel ab. Und dann lass deinen Kopf nach unten fallen, die Arme streben zur Decke oder du ziehst sie nach hinten. Einatmen, streck jetzt deine Beine lang. Mit der nächsten Ausatmung fall deine Arme nach unten tief vorbeugen. Einatmen, die halbe Hebe, zieh deine Schultern ganz bewusst nach hinten, den Rücken ist gerade. Ausatmen, tiefe vorbeugen. Ein, das rechte Bein geht nach hinten. Ausatmen, herabschauender Hund. Komm, einatmen, bring das Brett. Ausatmen, Chaturanga. Ein kleiner Kobra oder herabschauender Hund. Der nächsten Ausatmen, komm in die Kindeshaltung. Tief ein und wandere dann ausatmend mit deinem Oberkörper, mit deinen Armen auf die linke Seite und halte hier. Vom Einatmen zurück zur Mitte und wechsel ausatmend auf die andere Seite. Einatmung und zu dich in den Vierfüßlerstand und rundest ausatmen deinen Rücken Katze. Einatmen und noch einmal ausatmen Katze und einatmen und ausatmen Katze. Ausatmend zurück in den herabschauenden Hund. Das Einatmen nach den Zehenspitzen gehen und ausatmend bring deinen rechten Fuß zwischen beide Hände. Einatmend folgt dein linkes Bein. Ausatmen tiefe Vorbeuge. Streckst dich lang und ausatmen. Beide Arme nach hinten, deine Faust. Zieh deine Faust nach unten und dein Kinn zu groß. Einatmen, heb deinen Kopf an und ausatmen, beug die Beine, leg den Oberkörper auf deinen Oberschenkeln ab. Einatmen, deine Beine. Ausatmen, tief vorbeugen. Einatmen, halte. Und ausatmen, tief vorbeugen. Den nächsten Einatmen, du jetzt dein linkes Bein nach hinten. Ausatmen, herabschauen, nach hinten.
Einatmen, Stretch. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, kleine Cobra oder herausschauender Hund. Ausatmen, die Kinder. Einatmen, zurück in den Vierfüßlerstand. Oder ausatmen, deinen Rücken kratzen. Einatmen und ausatmen, kratzen. Noch einmal tief einatmen und ausatmen, kratzen. Wieder einatmen. Ausatmen, deinen Po nach hinten, deine Arme nach hinten, dich ganz klein und rund. Einatmen, richte dich wieder auf, bleib auf deinen Knien, nimm deine Arme über die Seite nach oben und auch hier wie zu Anfang der Stunde ausatmen, dein rechter Arm zieht sanft nach unten, Richtung Fuß. Streck dich einatmend lang. Ausatmen, wechsel die Seite. Nochmal tief einatmen. Und ausatmen, den Rücken. Einatmen, sanft Rückbeuge. Und ausatmen, herabschauen, das sind. Am Einatmen auf deine Zehenspitzen und dann ausatmen, deinen linken Fuß nach vorne. Einatmen, dein rechtes Bein folgen und ausatmen, tiefe Vorbeuge. Wir müssen einatmen, richtest du dich wieder auf, nimmst deine Arme über die Seite nach oben und ausatmen, Tadasana, die Arme einfach nur neben deinen Körper sinken lassen. Jetzt magst du deine Schultern nochmal. Meine Arme die Seite nach oben, atme ein und zieh aus, atme mal die Hände an den Körper, dein Herz. Noch einen tiefen, ganz bewussten Atemzug. Mit deinen Augen dann, falls du sie geschlossen hattest, lass deine Arme sinken und stütz dich hier nochmal in deine Hüften. Dein rechtes Bein ist dein Standbein und du hebst dein linkes Bein mal an, lässt dein Fußgelenk etwas kreisen. Atme tief ein und mit der nächsten Ausatmung kreist du ganz sanft dein linkes Bein nach außen. Einatmen, anheben und ausatmen. Und nochmal tief ein und aus. Und ein und aus. Letztes Mal. Genau, so langsam wieder in die aufrechte
Einatmen beide Arme über die Seite nach oben strecken und mit deiner nächsten Ausatmung winkel deine Arme an. Atme tief ein und tief ausatmen, nimm dein linkes Bein etwas an. Nochmal einatmen und dreh dich sanft mit der nächsten Ausatmung auf deine linke Seite. Komme langsam wieder zurück. Strecke deine Arme nach oben, tief einatmen. Setze ausatmen, deinen linken Fuß ab und komm in die tiefe Vorbeuge. Einatmen, die halbe Ebene. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, bring deine Arme wieder über die Seite nach oben. Und ausatmen, lege deine Arme an. Also hier die Seite wechseln, atme tief ein. Mit der Ausatmung hebst du dein rechtes Bein an. Atme ein und dreh ausatmen ganz sanft deinen Oberkörper auf die rechte Seite. Komm ganz langsam von hier wieder zurück zur Mitte. Strecke, einatmen, deine Arme nach oben. Ausatmen, setze deinen rechten Fuß ab. Tiefe Vorbeuge. Einatmen, halbe Hebel. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Ein, das rechte Bein geht nach hinten. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, das Brett und ausatmen, Chaturanga. Einatmen, kleine Kobra oder heraufschauender Hund. Ausatmen, Kindeshaltung. Einatmen, Vierfüßler. Ausatmen, Katze. Einatmen, Kuh. Ausatmen, Katze. Und eine kleine Änderung mit einer nächsten Einatmung. Strecke deinen rechten Arm nach oben. Und ausatmen, schieben. Lücke deines linken Armes auf die linke Seite, setze deine rechte Schulter, deine Schläfe am Boden ab. Einatmend geht dein linker Arm nach oben zur Decke. Ausatmend beuge deinen linken Arm mit deiner linken Hand auf deiner rechten Kobra ab, lass die linke Handinnenfläche nach oben zur Decke zeigen. Atme ein und jetzt mit der Ausatmung zieh den linken Schulter sanft zurück. Drücke einatmen, deinen linken Arm nach oben. Komm mit der nächsten Ausatmung zurück in den Vierfüßlerstand und deinen Rücken Katze. Einatmen und ausatmen. Noch einmal tief einatmen, und ausatmen, Katze. Die Seite wechseln, du streckst jetzt einatmen und den linken Arm nach oben. Ausatmen, auf die rechte Seite, leg deine linke Schulter, deine Schläfe am Boden ab. Einatmen, deinen rechten Arm nach oben. Ausatmen, bring ihn an, leg deine rechte Hand auf der linken Vorbach ab und zieh deine rechte Schulter weit nach hinten. Und einatmen, deinen rechten Arm wieder nach oben, senkrecht zur Decke. Und ausatmen, vier Füße nach vorne. Wunderrücken, Katze.
Noch einmal tief einatmen. Und ausatmen. Ein. Und schief mit der nächsten Ausatmung. Deinen Po nach hinten mach dich ganz klein. Einatmen, du bleibst auf deinen Knien, richtest deinen Oberkörper auf. Ausatmen, geht dein rechter Arm nach unten zu deinen Füßen. Einatmen, streck dich lang. Ausatmen, wechsel die Seite. Einatmen, beide Arme nach oben. Ausatmen, herabschauender Hund. In der nächsten Einatmung streckst du dein rechtes Bein nach hinten oben für den dreibeinigen Hund und ausatmen, setze deinen rechten Fuß ab zwischen beiden Händen. Acht und eine kleine Änderung hier. Einatmen, richte deinen Oberkörper auf, streck dich lang und dann ausatmen, beug dein rechtes Bein, zieh deine Schultern weg von deinen Ohren. Atme tief ein, dreh dich ausatmen mit deinem Oberkörper. Die rechte Seite, lass deinen linken, deinen rechten Arm lang gestreckt. Einatmen, beide Arme wieder nach oben. Ausatmen, setz beide Hände am Boden ab. Und einatmen, deinen linken Fuß nach vorne. Ausatmen, tief. Beide Arme über die Seite nach oben, streck dich nach. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, halte wieder. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Bringe einatmen, das linke Bein nach hinten. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, in das Brett. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, kleine Kobra oder herabschauender Hund. Ausatmen, Kindeshaltung. Einen tiefen Atemzug hier. Und dann einatmend in den Vierfüßlerstand zurück und ausatmend runter Rückenkatze. Noch einmal einatmen und ausatmen. Hand und dein linkes Knie wieder ab. Vielleicht magst du nochmal deine Handgelenke etwas dehnen. Fingerspitzen nach außen oder zu deinen Knien. Lass den Kopf spannen. Noch einen tiefen Atemzug. Ausatmen, deinen Rücken.
Einatmen, ja. Und ausatmen. Und noch einmal tief ein. Und aus. So, jetzt mit der nächsten Einatmung die Seite wechseln. Du streckst dein rechtes Bein nach unten, deinen linken Arm nach vorne. Und ausatmen. Einatmen, richtest du deinen Oberkörper auf, bleibst mit den Knien auf der Matte. Ausatmen, dein rechter Arm zieht nach unten zu deinem Fuß. Einatmen, streck. Ausatmen, halt zur Seite. Einatmen. Ausatmen, herabschauender Hund. Nächsten Einatmung, streck dein linkes Bein nach hinten und für den dreibeinigen Hund. Bring dann ausatmen deinen linken Fuß zwischen beide Hände. Eine Änderung hier. Einatmen, richtest du deinen Oberkörper auf, drück deinen linken Fuß kraftvoll in den Boden, und deine Arme über die Seite nach oben und ausatmend beug dein linkes Bein. Zieh deine Schultern weit weg von deinem Ohren. Atme tief ein und jetzt mit der Ausatmung dreh deinen Oberkörper zur linken Seite. Rechter Arm gestreckt. Linker Arm gestreckt. Einatmen, bring beide Arme wieder nach oben. Und mit deiner nächsten Ausatmung setz beide Hände am Boden ab. Bring einatmen, deinen rechten Fuß nach vorne. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, die halbe Hebe. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Hol dich ganz, ganz langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Nochmal deine Schultern sanft nach hinten kreisen. Drücke einatmen, deinen linken Arm nach oben und neig dich ausatmen zur rechten Seite. Einatmen und aus. Wechsel mal tief ein und ausatmen. Einatmen, den linken Arm nach oben. Eine Runde ausatmen, deinen Rücken. Streck dich einatmend wieder lang. Sanfte Rückbeuge, wenn du magst. Und ausatmen, dann beide Arme nach hinten. Zieh deine Faust nach unten, dein Kinn zur Brust. Einatmen, deinen Kopf wieder an. Ausatmen, beug die Beine, leg den Oberkörper auf den Oberschenkel ab. Nochmal tief einatmen, jetzt mit der Ausatmung. Fall deine Arme nach unten, kreuz deine Arme und fass dir deine Unterschenkel. Lass deinen Kopf einfach fallen. Einatmen, deine Beine. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einmal links einatmen in die halbe Hebe. Ausatmen, tiefe Vorbeuge.
du auf den Knien bist. Und von hier setz dich auf den Boden. Streck dich nochmal ganz, ganz lang, deine Füße weit geöffnet und aufgestellt. Und ausatmen. Ausatmen, runterrücken. Wieder aufrichten, einatmen. Wenn du magst, nimm deine Arme und bring sie so von vorne. Greif seine Unterschenkel. Lass deinen Kopf fallen. Dann nimmst du deinen Kopf, deinen Oberkörper wieder an und kommst an. Gebe ich dir den auf deinen Rücken. Einatmen, die Arme zur Seite legen und deine Beine nach oben strecken und ausatmen. Legst du einfach nochmal deine Füße, deine Zehen, vielleicht auch mal deine Hände und deine Füße. Atme tief ein und mit deiner nächsten Ausatmung wickel beide Beine an. Lass deine angewickelten Beine auf die rechte Seite fallen und dreh deinen Oberkörper nach links. Mal tief einatmen, mit der Ausatmung und Anspannung aus deinen Schultern. Streck dann die Beine nach oben, tief einatmen und ausatmen, wechseln. Andere Seite. Komm dann langsam mit deinen Füßen. Arme erstmal nur so seitlich neben deinen Körper, lass die Hand in die Fläche nach oben zeigen, atmest tief ein und gibst dann ausatmen, dein Becken, dass dein Hinter- und Rücken auf dem Boden liegt und ganz langsam Wirbel für Wirbel hebst du dein Becken an. Vielleicht magst du die Fersen an, damit du dich noch mehr nach oben aufrichten kannst, strecken. Dann einatmen, deine Arme hinter deinen Kopf und ausatmen. Dein Bauch oben. Einatmen, der Bauch fällt sich richtig schön nach oben. Und ausatmen. Thank you.
einatmen, beide Arme nach unten unter deinen Rücken. Komm mit deinen Händen eine Faust und zieh die Faust dann nach unten zu deinen Füßen. Wenn du magst, streck mit deiner nächsten Einatmung dein rechtes Bein nach oben. Und ausatmen, absatz. Wechsel mal die Seite oder lass beide Füße an, so wie es für dich angenehm ist. Ausatmen, zieh mal die Beine richtig schön aus den Hüften, die Arme aus den Schultern. Atme ein und mach dich ausatmend ganz klein und rund, die Knie heranziehen, wenn du magst, dann heb in den Oberkörper etwas an. Noch einmal, streck dich lang, atme tief ein. Wieder einatmend lang strecken. Ein letztes Mal ganz klein und rund werden, ausatmen. Bring dann langsam deinen Oberkörper, deinen Kopf wieder zurück. Setz deine Füße am Boden auf und dann schau mal, welche Gehalte für dich angenehm ist, ob du deine Beine nach oben hin streckst oder ob du nochmal nach oben kommst, dir in die Schulterbrücke, die vielleicht, wenn du einen Block haben solltest, den Block unter dein Kreisbein legst. Thank you.
Schultern ziehen sanft. Thank you.
die Augen noch einen kleinen Moment geschlossen. Dann lass deine tiefen Atemzüge. Lass die Ruhe und die Stille. Lass einfach diesen Moment für dich. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, es hat euch gut getan, es hat euch gefallen. Bleibt gesund und munter. Bis ganz bald. Tschüss zusammen.